Scheiße. So die erste Stunde. Ey, es fing gerade bei Radahn an, spannend zu werden, ne? Einfach mit einer +4 war vorhin. Ich frage mich, wieso ist der so scheiße schwer? Und ihr schreibt noch, es gab keinen Patch. Bin echt gespannt, ob's, ja, wie ich das dann jetzt mit PvP machen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht, wenn ich bis dahin noch nicht PvP alle habe, laufe ich zur Starbestie. Und versuche auf dem Weg zu suchen. War gerade kurz davor, neu zu starten, ne? Nur mit Ruinenfragmenten töten, what? Das geht? Dass das überhaupt geht, ist ja krass. Die kann man werfen. Die machen Schaden. Aber du wirst sie niemals schaffen. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist ja witzig. Ja, das gab's. Mit dieser Dornrüstung. Habe ich auf Elden Ring noch nicht gesehen bisher. Da gibt's ja auch eine Rüstung, die Schaden macht bei Rollen. Ein paar Leute, die mit Schild und Bogen durchgespielt haben. Aber nur mit der Rüstung, stimmt. Habe ich auch noch nicht gesehen. 999 Steine musst du werfen und treffen. Ja, moin. Und vorher nicht drauf, selber draufgehen. Klar, leicht Zeit verliere. Wie wir mit Kugel stoßen. Ja, ich weiß, dauert Ewigkeiten, bis der geworfen wurde. Aber selbst wenn du 5000 Steine mitnehmen könntest, du kannst ja nicht 5000 mal treffen, ohne selber nicht zu sterben. Da müsstest du schon von außen irgendwie treffen, ohne dass er sich bewegt, aber das ist ja witzlos. Ja, ich krieg schon Daumenschmerzen von die ganze Zeit nach vorne drücken. Hier liegt einfach eine heilige Träne, ihr sagt nichts. 10 Millionen Mal dran vorbeigelaufen, ihr sagt nichts. Echt enttäuscht. Wenn ich nur die Steine ausgerüstet habe und keine Waffe und so, dann wird die Mimik ja wahrscheinlich eher mit bloßen Fäusten angreifen, als diese Steine zu werfen, oder? Ja. Ja. Du hast es nicht oft genug gesagt. Du hättest es so oft sagen müssen, wie mit dem Brunnen, dass ich check, dass ich die Träne holen muss. Oh. Ach, besser später als nie. Jetzt habe ich die Träne, ja. Pff, 10 Sekunden verloren? Wo habe ich denn 10 Sekunden verloren? Hä? Ach, wegen der Träne. Lul. Moin Joel, wie geht's dir, mein User? Alles gut bei dir? Bei mir alles gut soweit, ja. Ja, da hat Nobunaga richtig Arbeit geleistet. Schön, dass dir gut geht, Joel. Hattest du eigentlich gestern, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, hattest du gestern im Discord dich eingeschrieben? Ach nee, du hast ja Urlaub, vergiss es. Ich erinnere mich. Der Jute hat ja Urlaub. If you had, it seems torrent, whereas I'm there is, but I can take gathering. Let my hand. Das wird geil, der Urlaub. Ja, Fuerteventura wird geil. Fuerteventura war das, ne? Ja, da bin ich echt neidisch. Lass es dir ganz gut gehen. Das ist echt ein Luxusurlaub. Wieso war dein letzter Urlaub schrecklich, Nobunaga? Als ich nochmal bei meinen Eltern gewohnt habe, sind wir auch nie in den Urlaub. Oh, dein erster Flug? Hast du Angst vorm Fliegen oder freust du dich? Ich war noch nie im Urlaub und dann Fuerteventura, dann wirst du, hast du auf jeden Fall den richtigen ausgesucht. Ein zweijähriger Dubai. Chillig. Ich habe übel Angst vor Fliegen. Bin bisher 3-mal geflogen. Nix gut für mich. Ost- zu Westküste meinst du in USA? Ja, Langer. Meinst bestimmt USA, oder? Ost-Westküste. Jo. Ja, das ist geil. Wobei mich alles, was im Land ist, gar nicht interessiert. Ich würde, wenn, Westküste einmal runter, Ostküste einmal runter, anstatt einmal komplett durchs ganze Land. Glaube ich. Kanada? Was willst du denn in Kanada? Gesaved. Habt ihr den Save gesehen? Ob ihr den Save gesehen habt? Zeit verloren, egal. Wenigstens nicht gestorben. Lauf, mein Käferchen. Falsche Richtung, du Dummkopf. Falsche Richtung. Weiter, weiter, weiter. Ja, da kannst du runter. Bleib da. Ey, ich sterb hier gleich selber. Runter da, du blödes Vieh. Der ist nicht gestorben. Ich erinnere mich daran, dass ich 2 Achtersteine kaufen muss. Oder haben wir noch irgendwo einen Backup-Achter? Nee, ne? An was erinnern? Ich habe gerade den 8er Dunkelstein nicht bekommen. Ich muss 2 kaufen, anstatt 1. Oder ich versuche die Bestie mit Meteorklinge plus 7. Anstatt 9. Das ging ja auch. Ignorieren? Nö, wieso? Du weißt doch, dass ich nicht alles lesen kann. Oh. Ich versuche mich echt krass zu konzentrieren hier gerade. Wenn ich nicht alles verkacke. Boah, PvP. Das habe ich bei Destiny auch einmal gemacht. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. PvP in Destiny, also... Das ist ja gar nichts für mich. Moin, Andi! Alles gut bei dir? Du siehst mich gerade brechen. Das Spiel bricht mich. Na klar, sehr gut. Ja, geht so. Es geht so. Ich hatte schon einen Run gemacht und den habe ich leider verkackt. Und jetzt gerade eben habe ich schon wieder was verkackt. Don't dally, give it your all. I see you now. Ob eine Rob? Was? Okay, nicht. Der ist komplett durch, aber wie, ja. Besser als gestern geht's mir noch. Oh ja, da hast du recht. Gestern war ganz schlimm. Also gestern war ich echt gebrochen. Aber Mario Kart hat übel Bock gemacht mit euch. Mit Jasmin gestern. 6 Leute oder so. Aber das hat mir richtig Bock gemacht. Das war richtig, richtig nice. Vor allen Dingen habe ich es geliebt, dass Skoppel jede Runde gesagt hat, ich hasse Blitz. Habe ich richtig gefühlt. Das hat Spaß gemacht. Juni 10. wird auch übel witzig. So, was braucht man dann als Ausgleich? Ja, auf jeden Fall. Ich setze mich ja hier selber unter Druck, also. Ich glaube, deswegen ist das dann auch so nervig, wenn was nicht klappt. Ja, nach Mario Kart konnte ich dann doch noch ruhig schlafen gehen, vor allen Dingen, weil wir ja gesagt haben, wir haben im letzten Rennen alles oder nichts. Und das letzte Rennen habe ich ja gewonnen. Ah, das war gut. Jetzt, wo du es sagst, das hat Spaß gemacht. Wegen deiner Hex. No luck für mich heute. Ne, nicht schon wieder. Ey, ich hoffe es auch, ey, dieser Scheißsprung. Das ist so wichtig. Bitte, Sprung First Try. Bitte, bitte, bitte. Ey, ich schaff den nie First Try. Ich bin übel spät abgesprungen. Ich glaube echt, das ist auch Lack. Langsam glaube ich, das ist Lack. Das kann doch nicht sein. Ich bin wieder übel spät. Ich bin schon so ein Stück in der Luft. Hä? Bin ich zu schwer? Das kann doch nicht sein, dass es mit Ausrüstungsgewicht zu tun hat, oder? Ich gehe kaputt. Was ist denn hier falsch? Gilt das als Third Try? Das ist ja bodenlos. Das ist echt bodenlos. Ich versuch's einfach. Das gilt als nicht gemacht, einfach gemacht wie früher. Egal, viele Wege führen nach Rom. Hauptsache ich bin angekommen. Besser als zu sterben und den Scheiß nochmal zu versuchen. Aber ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Also ich glaube, ich müsste da eigentlich nochmal ein bisschen üben. Das kann nicht sein, dass das so random ist. Noch später abspringen ging nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich verliere immer Schub in der Luft. Irgendwie. Ganz komisch. Ja, Übung macht der Meister, genau. Vielleicht da wenigstens Wrong Port erst, First Time. Vielleicht da wenigstens das. Das sind so die beiden Sachen, das ist so richtig skillbasiert. Das Haus Vulkan und Wrong Port. Das sind so die interessanten Sachen hier. Auch lang her, da ich den First Try geschafft habe. Könnte da ruhig mal jetzt wieder an der Zeit sein. Wenn Nobunaga die Daumen drückt, dann wird das was. Der war gut. Der war gut. Ich sag ja, wenn Nobunaga an mich glaubt, dann schaffe ich alles. Ich habe schon ein paar Mal First Try geschafft, das stimmt. Aber für Selbstbewusstsein war es jetzt so wichtig. Gravity. Nee, nee. Heute nicht. Heute keine Zeit für Gravity. Rechts angetäuscht, links vorbeigegangen. So läuft das nämlich hier. Dribbel die aus. 3 Leute. Ja, moin. Ein paar Chancen hat die Gravity noch. Ja, ja, leider. Nein, wir wollen keine Viewer, geh weg. Ah, aber die Katze will rein, scheiße. Oh Mann, ey. Ich bin so schlecht gegen Margit. Das ist unglaublich, wirklich. Ich bin so schlecht gegen Margit. Ich weiche einfach nie irgendwas aus. Mann. Oh Mann. Boah, kill den doch einfach, Mann. Ich werde richtig sauer. Ich bin so schlecht gegen Margit, das ist unglaublich. Ich kann den einfach nicht. Hey, habe ich den nicht gerade aktiviert? Gegen Godrick bin ich deutlich besser. Muss ich überhaupt mit der zu Ende reden? Wir werden es herausfinden. Stehst du unter Drogen? Was? Sweet Hassblitze. Skoppelhassblitze. Schmerzmittel genommen. Oh, schön. Zucker würdest du nicht sagen? Doch, doch, Zucker ist eine ganz schlimme Droge sogar. Du müsstest das Wort Droge einfach austauschen mit süchtig machende Substanz. Und dann wüsstest du auch, dass Zucker süchtig macht. Gibt ja auch Zuckerkrankheiten und so. Also. Ja, ich bin zum Beispiel zuckerabhängig. Merke das immer wieder. Ich brauche einen PvP-Gegner. Komm, bitte finde PvP, PvP, PvP. Bitte, bitte, bitte. Zuckerentzug machen ja viele, ne? Hatte ich auch schon. Also. Das ist ganz gut. Hatte auch schon mal Fleischentzug und Milchproduktentzug und Glutenentzug und sollte man alles von Zeit zu Zeit machen. Bisschen detoxen. Das tut dem Körper schon ganz gut. Das merkt man auch direkt. Also, okay. Also 2, 3 Flaschen Cola am Tag ist halt auch, also dafür muss man kein Arzt sein, um zu wissen, dass das nicht gut ist, ne? Ey, was soll die Scheiße? Invasieren, Lucaria. Ja, aber ich will ja was währenddessen machen. Ich will ja was Sinnvolles währenddessen machen. Und einfach nur Lucaria rumgammeln, was bringt mir das? Deswegen laufe ich jetzt bis zum Fallen Beast da Dingens. Dann habe ich den Weg schon mal und auf dem Weg dahin versuche ich PvP zu finden. Ist ja ein weiter Weg. Moin Moritz. Hört auf Moritz. Ich wechsle zu oft die Zone. Skoppel, überprüf das. Skoppel, stimmt das? Ich wechsle zu oft die Zone. Ich breche zu oft ab, ich breche da gar nichts ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, wenn das da steht, dann invasiere ich. Weil das da gerade stand. Ich warte 10 Sekunden. Immer wenn das da steht. Oh, das ist nicht gut, wenn das da steht. Ich verstehe es nicht so ganz. Ach, es stehen zwei verschiedene. Invasion einer anderen Welt läuft. Ja, moin. Invasionsversuch einer anderen Welt läuft. Okay. Das heißt, sobald da steht, Invasion läuft, stehen bleiben. Sobald da steht, Invasion läuft, soll ich stehen bleiben. Okay. Das hätte ich mir ja auch mal wieder früher sagen können. Hätte ich das mal gewusst. Invasionsversuch einer anderen Welt läuft. Okay. Weil ich wieder den Dings gewechselt habe. Hä, wieso kann ich meinen? Keine Sorge, ich habe einen Plan. I wish to a night luminary. So now, for normally. Keine Ahnung, wie viel Zeit mich das jetzt gekostet oder gespart hat. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte viel schneller einfach bei dem Kollegen verkaufen können. Mann, ich mache Fehler. Furinaga. Guten Hunger, Skoppel. Miauts, genau. Den der Typ mir gibt, Moritz. Diese 5 Stück. Weiß ich nicht, ob... Ich glaube, das sind die Eiternden, oder? Kann ich dir gar nicht sagen gerade. Bluter Eiterfinger oder so stand da gerade nämlich. Ach, das ist manchmal bodenlos, dass ich zurückschrecke bei einem scheiß Faustschlag. Gravitation hat halt noch gar keinen Punkt gemacht. Also, ich habe ein Gefühl, ich werde gleich irgendwo runterfallen. Ich vergesse immer, ob ich das Item will. Ne, will ich nicht. Gibt es hier eigentlich keinen schnelleren Weg? Vielleicht einen Weg, wo ich auch noch einen Dunkelschmiedestein aufsammeln kann. Ich müsste hier echt mal ein bisschen erforschen beim nächsten Mal. Geht doch, was geht doch? Mit dir? Ich habe so meine Momente, ne? Geht so. Ich muss viel Zeit aufholen von diesem PvP-Scheiß, aber ich kann, wenn ich manche Bosse direkt schaffe und Wege dahin, dann wird das schon. Since I are common pit should if it, I reside it. You've defeated Gran again, the Kari and I. And it will be this doll still I look for. To become the thing as much. My name is in this round. I never knew, although I'm still looking. I don't, and if I do, I suppose I'll ask. Certainly, I know I can tell. Now, those out of a challenge, I don't know. It's absurd. I don't. I suppose I'll ask. I can have I'm as yet, but and if they well I search Roderica. Läuft ja ganz gut. Ich habe aber schon den ganzen Weg zur Fallen Bestie. Also den muss ich nicht noch laufen, da werde ich bestimmt 5 Minuten sparen. Also so ganz schlecht sieht es auch echt nicht aus. Ich habe halt ein paar Fehler gemacht, ne? Der Achterstein. Und mit PvP weiß ich jetzt auch noch besser Bescheid. Das wird beim nächsten Mal noch besser. Das geht schon. Und von der Kanalisation kann ich direkt zum Aufzug. For bringing here and thus, I shall farewell. I shall leave. I wish you. You have. I have no. Ich hoffe, ich hole gleich Zeit wieder auf. So sehr hoffe ich das. Ich meine, spätestens bei den Bossen, ne? Wo gibt's eigentlich Margits Kette? Es gibt auch Mox Kette und es gibt noch irgendeine Kette. Margits Kette, glaube ich, oder so. Tempron ist beim Drachen. Dankeschön. Er hat ihn fast nicht gefunden. Vom Patches. Meinst du, das ist schneller, als hier runter zu latschen? Wenn der Händler ist. Weil dann könnte ich Lane komplett skippen. Kompletto. Kompletto, kompletto. Ach, nur Mox Kette? Ich dachte auch Margits Kette. Ich dachte, die sind gleich. Irgendwie. Ich dachte, die sind gleich. Ich dachte, beide machen das Gleiche, deswegen... Krass, dass das von hier bis ganz unten fällt. this a knight now. This. Ey! Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Never, it is what you have. Oh. Der hat ja nicht angesprochen. Da war ich kurz sauer. Geht auch noch mein Headset leer. Ich habe auch einen Lack, dass er mir bis hierhin hinterherkommt. Also das hatte ich bisher auch noch nicht. Crazy. Ja, ich auch nicht. Sowas passiert nur mir. Alter! Wieso habe ich heute so scheiß RNG, Mann? Das gibt es nicht, wirklich. Ach, Mann, ey. Och, ficken, scheiß drauf. Da höre ich gleich halt nichts mehr. 5, also bestimmt schon 10 Mal bin ich hier lang gelaufen. Nichts passiert und jetzt ballern die mich so weg. Was soll das denn? Also hier bin ich noch, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich. Was ist denn da los? Noch nie! Diese scheiß Truhe jetzt wenigstens offen. krass wie random, ey. Unglaublich. Unglaublich, wirklich. Habe ich Radahn eigentlich First Try geschafft? Ja, ne? Kann mich schon wieder nicht mehr erinnern. Der Kampf des Jahrtausends. Jo, bis gleich. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich kann jetzt nicht. Schnauze. Da sind wir wieder auf Kurs, Männer. Sind wieder auf Kurs. Falsch! Ja, warte, ich verkaufe hier schnell, dann gehe ich zu Ichi. Kann mir jemand erklären, wieso ich auf Geschicklichkeit gegangen bin? Ich bin auf Geschicklichkeit gegangen irgendwann mal. Ich habe 16 Geschicklichkeit, 3 Level verballert. Ah, ich kann es mir ja leisten. Ich brauche schon Geschicklichkeit. Nicht wahr? Ach, wer braucht schon Kondition, meine ich. Geschicklichkeit, das ist es. Das ist, weil ich einerseits übel schnell sein will und andererseits ich dann hektisch werde. Und dann Sachen falsch machen. Wie gestern, wo ich 20 Glaube anstatt 20 Weisheit gemacht habe. Da war ich aber auch richtig gebrochen. Aus Gründen. Ja, es ist... Ist schon hart. 1 Minute 18 minus. Let's go. Die Frage, reichen 63.000, um meine Mimik auf plus 10 zu bringen? Ich befürchte fast nein. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Runen. Hinten gibt es noch eine Rune. Mal schauen. Nee, reicht nicht ganz, ne? Aber ich habe noch ein paar Runen zum Ausgeben. Das sollte dann passen. Denke ich. Hier müsste eigentlich auch noch eine Rune liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Da war eine Rune, ein 9er sogar. Dann haben wir die 5er. Verkauft dann einmal alles, was ich habe, macht die Mimik hoch und dann geht's ab zu den Götterskalpen. Und da muss ich die First Try schaffen, dieses Mal. Ich habe so viel Leben geballert. Ich habe 50 Kraft oder so. Das muss klappen. Direkt First Try. Das würde so einen guten Zeitsprung geben. Und dann den Weg zu Malekiss auf First Try. Mehr will ich nicht. Nee. Doch, ja. Götterskalpen. Kommt ran. Mach euch nass. Kommt. Muss man an dem hier vorbeikommen? Der wahre Endgegner für mich. Irgendwie ist auch immer das Problem, wenn ich hier runterspringe. What? Der reift uns nie an. Komm, Mimik, du hast so viel Leben, mach sie fertig. Mach sie kaputt. Auf wen willst du? Auf den Dürren? Oh, das Leben von der Mimik gefällt mir. Mimik macht auch mit. Ich liebe es, wenn die Mimik auch diese Attacke macht. Ja, hau drauf. Komm, nächster. Komm, nächster. 5 Minuten 20. Nee, 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 nee. Jetzt nicht risky werden. Stopp. Da kenne ich mich nämlich. Dann werde ich übermütig. Mache ich alles kaputt. So nicht. Ach man, ey. Jetzt kommt die Vogelscheiße. Der Runkiller. Dieser Weg ist der Runkiller, ich sag's euch. Der wahre Runkiller. Die Scheißvögel. Du weißt nämlich nie, von wo die angreifen. Und die Taktik, die ich immer habe, ist, sobald dich einer angreift, Lockout. Wenn du einmal getroffen wirst, wirst du mehrmals getroffen. Es ist einfach so. Es ist unglaublich, ich kam durch. Ich kam tatsächlich durch. Weg vom Feuer! War klar. Aber es macht nichts. So, jetzt nur auf diese eine Stelle da. Und dann Malekiss First Try. Und dann ist richtig Time Improvement. Macht nix. Ich heile mich hier einmal. Auf Sicherheit. Ich bin durch. Let's go. Vor der Stelle hatte ich am meisten Schiss den ganzen Run über. Drei Bosse noch. Vier. Dreieinhalb. Mit, wer ist jetzt die Nummer? Gott. Oh, irgendwas mit Godrick? Nee. Godfrey? Ich weiß nicht mehr. Na komm. Godfrey. Ne, ne, den meine ich nicht. Ich meine diesen kleinen Typen, wo man auch die Rüstung bekommt. 7 Minuten 39. Offen, ja, genau, offen, ja. Offen, ja. Ich bin ehrlich gesagt von diesem Abschnitt des Games kein großer Fan, weil es irgendwie nur wie so ein Boss-Rush-Modus ist. Irgendwie so, als wäre denen die Ideen ausgegangen. Dass die ganze Stadt in Asche ist, finde ich cool, aber hier müsste es noch mehr zu tun geben. Dass es einfach in Asche ist und dann musst du 2 Bosse besiegen und dann kommt der Endboss. Ist irgendwie öde. Finde ich. Ja, ne? Ich finde, da hätten die ein bisschen mehr machen können. Das ganze Game so geil mit Content voll und hier... Gut, hier gibt es einen Erdenbaum plus 2 Talisman, aber sonst gibt es hier nichts. Random der Typ, mit dem ich das ganze Spiel nichts zu tun hatte. Halt's mal ein. Ah! Wo laufe ich denn hin? Scheiße. Elden Beast Fürstscheu heute, das wär's doch. Das würde ich so fühlen. Elden Beast heute Fürstscheu. Erstmal muss ich jetzt Godfrey schaffen. Godfrey ist auch immer so eine Sache. Entweder der ist übel easy oder der macht mir richtig die Hölle heiß. Sicherheitsgnade. Aber mein Mimik hat so viel Leben. Ich kann mich auch richtig schön ausruhen. Also. Soll schon. Ja, ja, das packe ich schon. Ich denke auch. Müsste jetzt schon einiges schief gehen, da ich das nicht schaffe. So. Elden Beast. Let's go. Letzter. Letzter. Ja. Ich bin gespannt, was Ingame-Timer sagt. Hä, was machst du? RNG, komm her. Oh. Ah klar, erst die Scheiße, dann die Scheiße. Ja, super. Was ist das denn? Kein perfektes RNG, aber sehr, sehr gutes RNG. 2 Stunden 11. Ich sag euch ganz ehrlich, ein perfekter Run unter 2 Stunden. Einen perfekten Run könnte ich unter 2 Stunden schaffen. Also In-Game-Time. Das ist auf jeden Fall mein bester bisher gewesen, ja. 2 Stunden 11, nochmal 10 Minuten schneller als mein letzter In-Game-Time.